Karlsruhe geborene, herrschaftliche Genießer barocker Faszinationen, edle erlauchte Gäste aus nah und fern, Mesdames et Messieurs, willkommen in der hochherrschaftlichen Erlebniswelt des Schlosses Heinecksburg. Vivat! Es ist mir ein leidenschaftliches Vergnügen und eine große Ehre zugleich, in Ausübung des mir übertragenen hohen höfischen Amtes als Ihr Hofmarschall Rudolf von Schwarzburg glanzvoll und den ehrwürdigen Schlosse Heinecksburg Sie persönlich auf das Allerherzlichste zu unserem prunkvoll fulminanten und rauschenden Feste voller unverwechselbar glanzvoller Illuminationen, barocker Lustbarkeiten, allerlei fürstlichen Amüsements im Rahmen des Barockfestivals zu Rudolstadt willkommen zu heißen und Sie durch unser heutiges prunkvolles Amüsement zu geleiten. Die Türen unseres Schlosses stehen Ihnen alle heute zum Pläsier offen. Wunderschön. Es sind so schöne Farben, sowohl schöne Kleider als auch von den Männern. Die Garderoben, die sind wunderschön. Also unglaublich. Das ist ein Geschenk, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Und ja, das ist etwas, was man genießt. Das ist etwas Einmaliges. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, nochmal herzukommen. Es ist wirklich, die Säle sind unglaublich farbenfroh, halb barock. Es ist wunderschön. Man fühlt sich ein kleines bisschen wie eine Prinzessin, muss ich zugeben. Daher auch natürlich das Gewand. Wunderschön, passt super. Ja, Heinecksburg ist wunderschön. Edle Hoheiten, Durchlaufen und Hochwohlgeborene, hochverehrte Mesdames et Messieurs, bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen und erweisen Sie seiner hochfürstlichen Durchlauf Friedrich Anton, Fürst von Schwarzburg und Rudolstadt, nächste Gattin Christina Sophia, geborene Prinzessin von Ostfriesland, Ihre Ehrerbietung. Wir, Friedrich Anton von Schwarzburg-Rudolstadt, von Gottes und Kaisers Gnaden, Reichsfürst und Erzstallmeister des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, auch Graf zu Hohenstein, Herzog Arnstadt, Sondershausen, Lettenburg, Neuenburg, etc. Ritter des Weißen Adlerordens und unsere liebreizende Gemahlin, Christina Sophia, geborene Prinzessin von Ostfriesland, sind begeistert, dass ihr alle unserer Einladung gefolgt seid. Immerhin, die Schatulle hat es bisher immer schwer getroffen. Das 9. Mal, dass wir ein opulentes, magnifikes, nicht überbietendes Barockfest auf unserer wunderschönen Residenz Heinecksburg feiern können. Thank you.
verabschiedet sich mit dir in die Wanne. Fuji, da hielt Diamanti, Pempia, Donna, Piaggio, De Pietti. Fuji, da hielt Diamanti, Pempia, ein wundervolles Fest, muss ich sagen. Also es ist nicht nur unglaublich exquisit, wie ich hier gerade mit dem Chefkoch de la Cuisine verhandle. Ich freue mich nämlich sehr über das großartige Essen. Ich habe schon einen ganz wunderschönen Scherenschnitt erleben dürfen. Der war mit Leidenschaft und wundervoller Kunstfertigkeit gemacht. Und ich freue mich aufs Tanzen. Ich bin vollkommen überwältigt. Das ist wunderschön. Und ich komme aus Ulm. Alles ist fantastisch. Das hat schon gestern so wunderbar angefangen mit der Klaviershow von Felix Reuter. Und das Schloss ist so wunderbar und das Programm so entspannend, so richtig musisch. Hier bin ich schon seit 2008, habe das große Glück, diese wunderbaren Feste mitgestalten zu dürfen in diesem traumhaft schönen Ambiente. Das ist natürlich der Traum schlechthin, sich mit schöner Kleidung in dieser Umgebung bewegen zu dürfen und sich wirklich ein kleines bisschen in der Zeit zurückversetzt zu fühlen. Hier gibt es ein Team, die das so großartig vorbereiten, die sich so nett um uns kümmern. Also als Künstler hat man nicht immer das Glück, dass man so liebevoll und trotzdem professionell beglückt wird. Mesdames et Messieurs, lassen wir nun unseren fürstlichen Hoflieferanten und Meister des Buffets, Monsieur und Madame Hiesler, Ihnen kulinarische Köstlichkeiten als wahre Gaumenfreuden präsentieren. Maestro, ich bitte um die Fanfare.